zum Träumen, aber momentan sind das eher Albträume. Seit Wochen sind die Kinos dicht und fürchten um ihre Existenz. Eigentlich nicht die Zeit, um Kinopreise zu feiern. Oder vielleicht gerade doch? Das Medienboard verleiht heute den Kinoprogrammpreis. Corona-bedingt zum ersten Mal nicht mit großer Gala, sondern live nachher in der Radio 1-Sendung von Knut Elstermann. Und wegen Corona wurden die Preisgelder drastisch erhöht, um den Kinos zu helfen. Die Kinos brauchen dringend unsere Hilfe, weil sie sonst keine Einnahmen haben. Deshalb haben wir den Kinoprogrammpreis verdreifacht. Alle Kinos bekommen mehr Geld für das Programm, was sie im letzten Jahr so toll gemacht haben und hoffentlich im nächsten Jahr und hoffentlich schon bald wieder hier auf die Beine stellen werden. Na, verdreifacht auf rund 1,5 Millionen Euro. Und jedes Kino, das im Wettbewerb dabei war, bekam eine Soforthilfe. Also doch ein Preis im richtigen Moment. Einer der Gewinner wird das Kino Union in Friedrichshagen sein. Und die können die 30.000 Euro Prämie ebenfalls dringend brauchen. Auch wenn die Berliner Kinos noch geschlossen sind, öffnet Kinobetreiber Matthias Stütz sein Kino Union in Friedrichshagen jetzt wieder jeden Mittag Punkt 14 Uhr. Zumindest für den Außerhausverkauf von frischem Popcorn, Kaffee und vor allem Kinogutschein. Wir wollen den Kontakt zu unseren Kunden nicht verlieren. In erster Linie, es gibt viele Fragen. Kann ich mir ein Ticket retournieren? Wo kann ich Gutscheine kaufen? Wir haben eine gute Kaffeemaschine, Popcorn. Das sind alles Sachen, die auch jetzt laufen. Um den Kontakt zum Kinobesucher, zum Unioner nicht zu verlieren und fürs Personal auch so ein bisschen Grundrauschen zu haben, haben wir uns entschlossen, jeden Tag 2 bis 6 Uhr offen. Seit 17 Jahren betreibt Matthias Stütz das Kino Union. Dem filmbegeisterten Architekten ist es zu verdanken, dass das Kino wieder so zu Glanz kam. In den 90er Jahren sollte das Gebäude abgerissen werden. Die Besucherzahlen hat er vervielfacht. Mehr als 100.000 Besucher pro Jahr. Die Kinovorstellung häufig ausverkauft. Bis zum Abend des 14. März, als alle Berliner Kinos wegen Corona schließen mussten. Das ist ein sehr komisches Gefühl, das ist irgendwie so eine Leere. Man geht trotzdem noch täglich ins Kino, weil irgendwas ist immer zu tun und dann leer, warum? Ach so, ja, das hat schon irgendwie 2, 3 Wochen gedauert, um das zu realisieren. Nach 17 Jahren hatten wir, glaube ich, 3 Schließtage und jetzt sind es auf einmal 6 Wochen. Und das in einem Kino, dem regelmäßig auch als Festivalkino der rote Berlinale-Teppich ausgerollt wurde, bei Berlinale Ghost Kiez, und das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Aus einem alten Tanzsaal aus dem Jahr 1870 entstand hier 1913 bereits ein Kino. Jetzt sind alle 47 Angestellten in Kurzarbeit. Die restlichen 3 versuchen, den Laden zusammenzuhalten und Programm zu machen, auch wenn noch niemand weiß, wann das Kino überhaupt wieder öffnen darf. Ach genau, das ist ja unser Juni-Juli-Programm, schon fertig, seit Mai. Spendenaktionen wie Fortsetzung folgt für Berliner Programmkinos halfen bislang ein bisschen beim Überleben. Und vor allem die erste 10.000 Euro Soforthilfe vom Medienboard, die alle Berliner Programmkinos bekamen. Völlig unkompliziert, bitte schickt uns Name und Kontoverbindung und Name des Kinos, war die ganze Bürokratie. Ein paar Tage später war Geld da. Die große Hoffnung ist jetzt zumindest, das Freiluftkino des Union in Friedrichshagen bald eröffnen zu können. Mit den nötigen Abstandsregelungen könnte auch das Hauptkino sofort wieder loslegen, sobald der Senat das entscheidet. So hoffe ich jetzt, über den Sommer zu kommen und diese Null-Einnahmephase zu überwinden, weil Null-Einnahme ist für ein Geschäft giftig. 200.000 Euro Verlust könnte das Kino Union die Corona-Krise kosten. Wenn sie bis zum Frühjahr so weitergeht, hat er sich ausgerechnet. Aber er hofft doch noch auf ein Happy End. Irgendwie, Fortsetzung folgt.